Auf ein neues zu Part 2 von Let's Play Kirby und das Vergessene Land, in Klammern Demo-Version. Wie ihr vielleicht sehen könnt, haben wir im letzten Part den Ort der Ankunft abgeschlossen und gehen jetzt in dieses urbane Grasland. Mal gucken, was uns da passieren wird. Und wir nehmen wieder den wilden Modus. Wenn wir die richtig wilden sind. Urbanisierung ist doch, wenn Stadt und so überall gibt. Ich glaube, das ist urban. Aber im letzten Part haben wir schon viel rausgefunden und haben uns auch schon verwandelt und alles Mögliche. Schaltet gerne ein. War auf jeden Fall ein lustiger Part. Ich weiß auch nicht, warum Leute auf einmal auf den zweiten Part klicken würden, wenn sie den ersten nicht geguckt haben. Es gibt viele, die das machen. Oh, da vorne sehe ich schon was. Boomerang. Ich verstehe zwar nicht, warum der Ritter Boomerang ist halt, aber gut. Den werden wir auch einsaugen gleich, mal die nächste Fähigkeit zu sehen. Ich habe gerade gedacht, da hinten wäre ein Scaraborn, aber... Bringe 5 Tulpen zum Blühen, oh! Nur mal zurückgucken. Das ist eine Aufgabe für... Da! Ist das eine Tulpe? Nee. Aber jetzt müssen wir nochmal zurück... Aha, noch eine, aber auch keine Tulpe. Auch nur Löwenzahn. Pusteblumen. Aber wir müssen die alle finden. Kennt man das heutzutage überhaupt noch? Pusteblumen? Stimmt. Ich will es eigentlich wieder nicht andeuten, aber ich sage einfach mal auf spontan, versuchen wir die 100% zu machen. Aber wie gesagt, das haben wir schon oft gesagt. Nein. Verlass dich nicht drauf, wir geben unser Bestes. Die sind so rot, ja gut, dann das kriegen wir hin. Die finden wir. Was sind das für Gegner? Hä, sind das Hasen? Ein bisschen. Blauer Hase, der komisch aussieht. Ja, der schläft. Oh, tot. Such das gar nicht. Bam, bam. Da ist ein Schalter. Das musst du wahrscheinlich mit der Boomerang-Fähigkeit machen. Und da ist ein grüner Stern. Ist einfach mehr wert. Oha. Zerstört. Bleiben sie stehen. Das ist ein P-Switch. Fast. Sozusagen, ohne dass da ein P draufsteht. Oh, ich sehe da schon was. Wollen Sie die Heilung nicht holen? Nein. Aber wenn du dir das jetzt wegmachst, die Fähigkeit, dann hast du die später auch nicht mehr. Na gut. Ja. Oh, wir haben einen Schuss. Okay, wir sollten es nicht übertreiben. Dosenautomat. Stopfer. Wie nennt man das? Ach, du lieber Gott. Mehr Pfannen für euch! Dusch, 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 dusch. Uiuiui. Metall kann man. Oh, okay. Ich wollte schon sehen. Kannst du da vorbeigehen erstmal? Ja, wir müssen erst nochmal zurückgehen, weil da war ja noch was. Naja, das war Heilung. Sicher? Ja. Hier unten war da noch. Achso, nur die Heilung. Okay. Warte mal. Nein, da ist noch irgendwo mehr. Wir gehen da gleich wieder hin. Moment. Aber hier ist ein Secret, das sehe ich doch. Und eine Tulpe. 3 von 5. Tomat, du kannst wiederkommen. Sind wieder bereit für dich. Jip, 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 jip. Wie dumm das aussieht. Jetzt ist die Frage, geht's da weiter, wenn du das kaputt machst oder vorbeiläufst? Ich glaube, nee, da drin ist Geld. Oh, ich hab nicht so viel. Ja, doch, wir sollten vorbeilaufen, glaube ich. Ja, hier müssen wir den Automaten eh zurücklassen. Also gucken wir erstmal kurz weiter. Ich glaube, wir müssen da hoch. Also, ja. Wir müssen nicht da hoch, aber gehen deswegen da hoch. Oha. Ja. Was haben wir denn hier? Oh, eine Sammelgegenstand. Ja, was ist das? Ich will es sehen. Das lag von uns nicht. Oha. Ab. Ah. Ich glaube, der lässt uns nicht so einfach durch. Ich glaube, den können wir hier oben nicht benutzen, oder? Nee, darfst du nicht. Ach man. Ist ja jetzt doof. Kannst du den, als ob du den einsaugen kannst. Ja, okay. Ey, Kleiner!
Sehr schön. Ich darf nur keine Tulpen vergessen. Als ob. Hier ist bestimmt noch was versteckt hinterm Stern vielleicht. Nee. Meinst du, wir haben alle Tulpen weitergehen? Ja, hier ist nichts mehr. Nicht, dass ich wüsste. Und da winkt er sogar nochmal. Okay. Bomben. Bomben. Warte mal zurück. Also, warte. Als ob das zählt. Ist da ein Way? Nee. Wir schlagen dich mit deinen eigenen Waffen. Och, meine Güte. Das muss auch noch kaputt. Bomben da rein. Oh. Du wirst nie wieder schießen. Der Teil hier war auch in der Demo, in dem Trailer. Ja, stimmt. Guck mal, da kann man reingehen. Nee. Und so Mann, viele Menschen. Ach, guck mal, was da denn? Kann man denn da benutzen? Du musst das nicht wegtun. Stimmt. Vergesse ich irgendwie immer wieder. Hast du jetzt so einen Hut auf? Ja, hast du sogar. Oha. Einfach mach alles, alles kaputt. Bam. Watschel, watschel, watschel. Boom. Ich auch. Mülltonne. Können doch nicht die Mülltonne einfach stehen lassen. Ich nicht vor. Anscheinend sind es doch nicht so ganz offen, es sind trotzdem nur so kleine Level und keine ganzen. Ui, Welten. Kürbis! Hey, der sah aus wie der Kürbis aus One Piece. Der Kürbis aus One Piece, wer kennt ihn nicht? Ja, nee, es gab da so eine Art Kürbis. Was ist auch an Kokosnuss angelehnt und man konnte die nur an der Unterseite aufschneiden und Ruffy hat sich die Zähne ausgebissen. Uff. Ja, und die sehen halt auch so in dieser Farbe aus, dieses Grün. Wie hieß das? Kanusha? Ich weiß nicht mehr. Man weiß es nicht. Oh, da geht's lang. Das sehe ich doch. Da ist eine Tulpe. Noch zwei. Ich habe ein gutes Gefühl. Hoffentlich haben wir alle. Jo, einfach die ganze Straße aufreißen. So viel Straße ist ja eh nicht mehr übrig. Was ist das denn? Jo. Oh Gott. Wir gucken erstmal hier unten. Die Frage, ob es erst unten lang geht. Ja, es ist egal, man kann beides. Da gehen wir hoch. Ich glaube, man soll oben lang gehen und die Kanone lässt eigentlich durch. Ich meine, du kommst durch, klar. Hä? Gelange über das heraussprudelnde Wasser auf dem Balkon. Danke für die Mission. Wusch. Ey, noch ein Sammelgegenstand. Ja, wir sehen auch noch, was da drin ist. Bam. Also, da es die im ersten Level noch nicht gab, würde ich hoffen, ja. Oh, Boss. Oh, wollte ich gerade sagen. Der erste Boss. Ich war da der erste Bottle, die den dann befreien können. Oh, du darfst ausholen. Das ist der Boomerang? Nee, ne? Ja. Welchen wollen wir? Ja, wir bleiben bei Boomerang. Okay. Na, noch kein großer Boss? Oh. Was kann noch kommen, aber ich glaube es ja noch nicht. Oh, doch. Ein Schwert. Ja, Zwischenboss, Miniboss. Den kannst du, glaube ich, wenn er kurz vorm Sterben ist, auch einsaugen. Dann kriegst du eine bessere Schwertfähigkeit. Kann das sein? Die Sterne, da könntest du einsaugen, wenn du keine Fähigkeit hast. Macht er denn da? Müsstest du von hinten treffen. Ja. Kannst du das aufladen? Oh. Warum hat das so viel Schaden gemacht? Wusch. Hey, mach mal hier nicht so viel Stress. Oh, jetzt. Oh, da kann er drauf. Bam, 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 bam. No. Ist das die Möglichkeit? Ja, versuche einzusagen. Weg damit. Ne, das ist ganz normales Schwert. Ah, ich habe gedacht, das. Oh Mann. Aber naja, es scheint so, als hätten wir Tulpen vergessen. Als ob das das Ende ist. Es muss es nicht sein, aber ich denke es mal, oder? Als ob, das kann nicht sein. Wir haben uns so gut umgeguckt. Könnt ihr nochmal zurückgehen, also so ist es nicht.
kann nicht sein. Wollen wir ja zwei übersehen. Ja, deswegen, ja. Einen hätte ich gesagt, okay, oh. Bei der Kanone vielleicht, neben der Kanone? Nee, ja. Wir können ja nicht zwei Stück übersehen haben. Wollen wir mal weitergehen? Na, das Ding ist, da kommt gleich die dritte, deswegen... Nee. Wir beenden jetzt das Level. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, ob man auch alles sammeln kann überhaupt. Das sagt sich ja, obwohl... Ich glaube nicht, dass es hier so richtig freischaltbare Sachen gibt. Ja, deswegen... Oder ob man zum Beispiel Fähigkeit mit in andere Level nehmen kann. Das könnte ja auch was bringen. Aber egal, wir lassen dich erstmal frei. Oh, gibt drei. Okay, es geht noch weiter. Ganz einfach, wir haben wahrscheinlich nichts übersehen. Oder? Man muss doch nur mal sicher gehen. Nee. Oh. Geile Fleischkeule. Ich wollte schon sagen, ob ich eine sehe. Ja, aber das ist jetzt aber eindeutig One Piece, oder? Also so Fleischkeulen, das kannst du mir nicht erzählen. Fleischkeulen? Fleisch. Weißt du, jetzt habe ich sogar falsch ausgesprochen. Normalerweise mache ich es immer andersrum. Fleisch. Da ist er weg. Willkommen. Ich würde sagen, wir gehen das chronologisch von hinten nach vorne. Da ist wieder dieser Kanosha. Kann ich... Ich gucke mir das jetzt. Paprika. Karotten. Möhre, Zwiebel, Paprika. Moment. Den kannte man aber noch nicht. Was ist du denn? Der Kuppelschopper. Okay, gut. Ah, ja. Mehr oder weniger kein Wunder, dass man ihn nicht vorher schon gesehen hat. Ich so ein bisschen an diese Käfige von den kleinen Dingen. Aus Rayman. Hm. Okay, dann ist es doch gut, dass wir schon hochgegangen sind. Bam. Was ist das denn für eine Schildkröte? Das ist vom Aufbau so, dass das irgendwas auf dem Rücken hat. Ham, njam, njam. Njam. Ich glaube, es ist gar keine Schildkröte, oder? Das sage ich ja, normal ist es wahrscheinlich keine, aber... Ist einfach eine Kröte. Konasch heißt das. So. Konasch. Beide gleichzeitig weggepfeffert. Ich werte das jetzt einfach in den... Ich schick dir das. Dass du das siehst, wie ähnlich das ist. Aber das ploppt dann hier auf. Ja, hier, es ploppt jetzt auf. Oder auch nicht. Ja, wenn das nicht so aussieht wie das, was da eben öfter gegessen wurde, dann... Weiß ich nicht. Oh nein. Tu es nicht. Nein. Oh, da ist der letzte. Müssen wir jetzt gehen? Bitte nicht. Immer noch eine Rose. Okay, eine ist da noch. Rose. Es gibt mir noch eine. Tulpe. Tulpe. Das hätte ich Pokémon übrigens auch zugetraut. Pokémon Tulpe und Pokémon Rose. Kann noch kommen. Ja, ja, aber es wird noch ein paar Generationen geben. Aber was doch hoffen. Du Mörder. Ey, das muss so sein. Die wollen das. Die wollen das. Ach, schön. Oh. Schaufenster. Was kommt hier? Was wollte ich gerade sagen? Was gab's da mal? Weiß es nicht. Ja, da kann man sogar reingehen, aber das ist das ein Tor, das aufgehen kann? Nee, ich nicht mit der jetzigen Fähigkeit. Hm. Oha. So einer wieder. Hinter dir ist die letzte, oder? Ja. Wir haben alle. Wo ist er? Oh, er ist runtergerannt. Hat sich selber umgebracht. Nein. Job, 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 job. Oh Gott, job, 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 job. Und bumm. Oh, ein größeres. Oha. Aua. Was hat er denn da? Er hat da ganz viele Beutel, die sind sich drin, oder wie? Ja, na klar. Schneller. Nom, 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 nom. Er hat sich festgebissen. Oh, was passiert hier? Der Mais. Oh, da muss er reinbeißen, da kommt Wasser raus, glaube ich. Oh. Ja, beiß mal. Ach, übrigens, ich glaube, das ist angelehnt an eine Schnappschildkröte. Aua, noch oh, shit. Jan. Immer schön aufpassen. Pass doch auf. Oh, Leben.
Und stirb! Oh nein! Oh, gleich drei Stück. Ja, ich würde sagen, wir haben eigentlich alles, oder? Würde ich auch sagen. Erfolgreich gut umgeguckt. Also das eine Secret in dem Gang, wo dieses Highlight war, das fand ich schon, das war schon krass. Ja. Ich war, glaube, im letzten Part, aber das war trotzdem... Oh, jetzt sehen wir sogar, ob wir alles haben. Ja. Nice. Ja. Okay, so Bonus 100% in der Demo. Oh. Oh, jetzt. Ein Kirby. Ne Serie 1. Oh. Oh. Kirby wurde in einem rätselhaften Wirbel gesaugt, der über Planet Pop auftauchte. Als er wieder zu sich kam, befand er sich in einer neuen Welt. Die Reise durch die Wirbel, den Wirbel bescherte ihm auch eine neue, seltsame Kraft. Mal sehen, was er damit so alles anstellen kann. Auf ins Abenteuer! Oh, das Auto. Auto. Der hat einfach nur 2 Sterne. Oh, da gab's nicht mal Infos zu. Okay, zu dem Hundi? Ja. Komm, der hat 3 Sterne, braucht Infos, ja. Cleffy. Diese in der neuen Welt weit verbreitete Bestie ist zwar putzig, aber mindestens genauso gefährlich. Bevor sie sich auf ihr Opfer stürzt, kündigt sie das durch Knurren an. Oder entführt mit ihren Artgenossen hin und wieder ein paar Wurteldies. Knuffig und knuffig gesellt sich gern. Ha, von wegen. Und hui. Oh, es geht sogar noch weiter. Endboss, ja, noch. Ja, würde ich sagen, das machen wir am nächsten Part. Das war ein ziemlich kurzer Part, denke ich, aber man kann vielleicht schon, wenn man die Demo, die Trailer gesehen hat, erraten, was das sein könnte, aber dies und vieles mehr erfahrt ihr erst im nächsten Part. Deswegen nicht verpassen, Like da lassen, bis dahin und tschüss. Tschüss.